Und mit Gottes Segen werden wir gemeinsam über die Probleme der Welt und der Kirche heute diskutieren. Mein Name ist, wie heißt der Typ? Olaf. Olli. Olaf. Mein Name ist Olaf. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, was kann ich heute mit Ihnen gemeinsam in der Christengemeinde und der anschließenden Eucharistiefeier mit Ihnen besprechen und Ihnen mitgeben. Und mein Fazit für heute wird sein, wir leben in einer Zeit der Veränderung. Auch die Kirche ist in einem Wettlauf mit der Zeit, mit den Veränderungen, den Medien, mit der gesamten Gestaltung und der Umstrukturierungsweise der Menschen beschäftigt und muss sich dem fügen. Doch ich, als Ihr Priester hier in der Martini-Gemeinde, sage Ihnen, dass Sie recht haben werden mit Ihrer Einstellung, doch auch ich, mit der Einstellung der Kirche und gegeben und beeinflusst von unserem lieben Herr Gott Vater, Jesus Christus, der uns sagt, dass wir glauben müssen, festhalten müssen an Strukturen, an dem, was uns mitgegeben worden ist. Denn wenn Sie das nicht können, dann werden Sie im Rudel und im Strudel dieser Zeit untergehen und auch keine Chance mehr haben, sich zu integrieren in einer Gemeinschaft, die wichtig ist, die uns stark macht im Alltag. Und somit will ich heute abschließen und Ihnen für den Sonntag nur das mitgeben: Gehen Sie mit der Zeit, sonst gehen Sie mit der Zeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gottes Segen mit Ihnen und einen gesegneten, wunderschönen Sonntag. Anschließend kommen Sie bitte noch eben zu einer Tasse Kaffee in unsere Gemeinschaftsrunde. Und ich freue mich wieder, dass Sie als YouTuber zugeguckt haben. Ich weiß, wir haben heute wieder 17.556 Zuschauer gehabt, die es nicht geschafft haben, heute in die Kirche zu kommen, was ich nach wie vor auch sehr schade finde.